Unser nächster Gast ist Wolf Haas. Hast du, I know. Du, man hat mir im Vorfeld erzählt, dass du Wolf Haas-Fan bist. Fan ist jetzt vielleicht übertrieben. Ich wollte ihn aber immer schon mal fragen, ob das wirklich Kunst ist in dem Buch Verteidigung der Missionarstellung. Weil ich habe das Buch gelesen, das ist noch gar nicht so lange her, und habe noch... Ja. Ich bin im Flugzeug gesessen und habe zu einer Freundin noch gesagt, das geht mir so am Zeiger, das wird immer kleiner da. Ja. Und dann steht auf einmal nur die Hälfte da und da ist irgendwie so eine komische Spirale. Ist das kann doch, das ist ein Druckfehler. Fragen wir ihn, er kommt jetzt. Magst du ihn kennen? Du hast ihn schon kennengelernt, Backstage? Einmal ganz kurz. Ja. Okay. Einmal ganz kurz, er ist immer ein Gewinn für jede Runde. Darf ich dich bitten, liebe Christina? Natürlich. Auf den Platz zu gehen, wo das Puzzle liegt. Denn das jetzt mache ich sehr gerne. Danke dir, meine Liebe. Jetzt kommt ein großartiger Mann zu uns. Der Brenner ist mehr oder weniger gesperrt, auch für ihn. Es ist kein Brenner-Roman, wieder nicht, den er geschrieben hat. Es ist wieder ein Kein-Krimi sozusagen. Ein junger Mann heißt das Buch und es ist in Wahrheit, sind es Teile seiner eigenen Biografie. Wahrscheinlich. Er beschreibt sich selbst als 13-, 14-Jähriger. Hier ist der Erfolgsschriftsteller Wolf Haas. Was darf's sein? Nein. Sehr gerne. Wir geben die Frage gleich weiter von Christina. Ist es Kunst gewesen? hast du das Buch grafisch angelegt? Ich bin jetzt sowieso extrem nervös, weil ich neben einer Buchhändlerin sitze. Die Verlage raunen immer, dass man sich auf keinen Fall mit den Buchhändlerinnen verscherzen darf. Ja, aber sie ist Popstar eigentlich. Das hast du schon. Ich bin sie schon immer, genau. Drum, ich bin jetzt auch mit meinem neuen Buch in der Schlagerphase. Keine grafischen Spiele mehr. Es ist Großdruck. Großdruck. Aber ist das sozusagen ein leichter Wolf Haas? Der leichteste, der schlagereskeste Wolf Haas? Jetzt habe ich schon richtig Angst, dass jemand in meinen Wikipedia-Eintrag reinschreibt, Wolf Haas sagt, das sei sein Eintritt in die Schlagerphase. Ja, ja. Nein, aber im Ernst. Nein, ich glaube schon. Das ist, meine bisherigen Bücher haben es den Lesern in gewisser Weise schwerer gemacht, sie zu lesen. Die Brenner-Bücher waren ja für viele nervig, weil sie so viele Wörter auslassen und so ein bisschen umgangssprachlich sind. Und dann kam ein Buch, das wie ein Interview geschrieben war. Ja. Da haben ja manche Kritiker das Buch dem Verlag zurückgeschickt und gesagt, das Werbematerial haben sie schon gekriegt, sie hätten gerne das richtige Buch. Dann kam die Missionarstellung mit diesen grafischen Problemen. Ja. Und hier... Und jetzt, als das auch der FPÖ-Wähler einfach lesen kann, ohne Probleme zu haben. Ja, warum auch nicht? Ich habe es noch nicht gelesen. Soll ich es lesen? Ja, aber ich bin ja sehr enttäuscht, dass du nicht sagst, dass du es in der Badewanne gelesen hast, weil das Buch nämlich mit einer Szene in der Badewanne endet. Herrlich. Ein melancholischer Mann in der Badewanne. Wirklich? Und eigentlich habe ich das nur geschrieben, damit du dich dann wiedererkennst, wenn du das in der Badewanne liest. Aber ist es dann der gleiche Mann, der vorher ein etwas dicklicher junger Mann gewesen ist? Melancholischer wie mehr auf den Christoph gemünzt. Mein junger Mann ist eigentlich nur müde, weil er von der Ferienarbeit auf der Tankstelle nach Hause kommt. Und deshalb muss er natürlich in die Badewanne, weil er dreckig ist. Weil er dreckig ist, ja. Aber du sagst, dein junger Mann, du bist das in diesem Buch, der da beschrieben wird. Ziemlich viel Ähnlichkeit mit mir, ja. Du bist das, der in diesem Buch beschrieben wird. Oder? Ja, schon. Ja, schon. Okay. Also, das heißt, warst du dick als Kind? Ich war so ein dicker Bub, ja. Und ich habe auch in den Ferien einmal 13 Kilo abgenommen. Wegen einer aber Frau? Er hat 15 Kilo abgenommen. Das dichterische Freiheit. Ja. Da weiß man es gar nicht mehr. War es oder war es nicht? Ja. Das ist wirklich, das ist unfair, finde ich jetzt auch. Das ist natürlich auch eine Aufarbeitung der 70er Jahre. Warst du ein unglückliches Kind oder sprichst du von einer glücklichen Kindheit? Isoliert, viele Freunde, Fragezeichen? Glaube ich, eine stinknormale Kindheit gehabt. Gemischt aus Unglück und Glück. Frauenerfolg war da? Der war gewaltig von Anfang an.
Weil du eben ein sehr dickes Kind warst. Ja. Das gefällt Frauen ja oft. Es gibt ja so, so für alles was jemanden. Nein, ich war ja sozusagen in der Pubertät, wo das Dicksein bei einem Buben eher ein Zeichen ist, dass er sich noch nicht ganz auskennt mit seinen Hormonen und alles ein bisschen in die Irre geht. Ja, man kann die Kilos wegwichsen, oder wie? Ich habe ja, als ich hierher gefahren bin mit dem Taxi, schon darauf gefragt, dass du mir die Frage stellst, wie viel wiegst du? Ja, wann du das letzte Mal im Hotelzimmer masturbiert hast, ist eigentlich Standardfrage an jeden Schriftsteller. Na, aber gab es diese schöne, etwas ältere Frau tatsächlich, die im Buch vorkommt? Damals, die ja dann unter Umständen dafür sorgen kann, auch, dass ein wahnsinnig dickes Kind sich anfängt, um seinen Körper zu sorgen, um bei der Frau zu reüssieren. Na, ich glaube, das ist ein ganz normales Verhalten, wenn man keine Chance hat bei den Erreichbaren, weil selbst die unerreichbar sind, dann sucht man sich gleich eine völlig Unerreichbare. Und in dem Fall ist das halt eine erwachsene Frau, aber es gibt dafür kein reales Beispiel, eher viele Beispiele. Aber wenn du sagst, dass deine Kindheit nicht besonders glücklich, nicht besonders unglücklich war, ist es dann nicht wahnsinnig mutig, daraus einen Roman zu machen? Weil man irgendwie das Gefühl hat, das ist eigentlich eine ganz normale Landjugend in Salzburg. Das ist eigentlich für mich das Interessanteste an dem Buch, dass es so eine ganz normale Geschichte ist. Eine spektakulär unglückliche Geschichte oder eine Geschichte voller Psychopathen ist eigentlich leichter zu erfinden. Aber dieses Buch hatte für mich den Reiz, dass ich gerne einen Roman schreiben wollte, in dem nur sympathische Leute vorkommen. Mhm. Und das ist eigentlich schwierig, weil sympathische Leute erzeugen nicht so leicht eine Geschichte, die halbwegs spannend bleibt. Ja. Bist du mit der Aufmachung zufrieden, dass hier eine Waage abgebildet ist am Cover? Oder ist das, viele kaufen es vielleicht, weil sie denken, es ist ein Diätratgeber? Oder? Das wäre mehr recht, weil Diätratgeber, glaube ich, sind sehr beliebt. Ja. Ja, aber es ist Etikettenschwindel. Ja, so arbeitet der Verlag. Das bringt mir nichts. Ich bin genauso fett wie vorher. Ich habe alles befolgt, was in dem Buch steht. Ich habe an einer Tankstelle gearbeitet, bringt nichts. Aber die Diät, die ich gemacht habe, übrigens nach einer ORF-Sendung, Wir, war damals die Vorabend-Familiensendung. Wir, ja. Und da gab es Schlank mit Wir, das habe ich wirklich gemacht. Wirklich? Ja. Und das wird auch genau geschildert in dem Buch. Also man kann mit dem Buch auch abnehmen. Clever. Sehr clever von ihm, ja. Lieber Wolf, darf ich noch eine Frage zur Erstellung dieser Literatur stellen? Wie schreibst du? Schreibst du im Sitzen? Man sagt ja, Sitzen ist das neue Rauchen und sehr, sehr ungesund. Franz Hubel schreibt, glaube ich, im Liegen. Ich würde den Schriftstellern dazu raten, im Stehen zu schreiben. Philip Roth hat im Stehen geschrieben, weil er so schreckliche Rückenschmerzen hatte. Wie schreibst du? Ich schreibe im Sitzen. Wie jeder normale Mensch. Richtige Antwort. Man moderiert mittlerweile, die Christina wird das bestätigen, im Radio zum Beispiel nicht mehr im Sitzen, wie wir es noch gemacht haben, sondern alle Radiomoderatoren stehen mittlerweile. Ja, aber warum überträgt sich das nicht auf den altmodischen Beruf des Schriftstellers? Weil es eine depperte Art wäre zu schreiben. Warum? Man kann im Stehen genauso gut schreiben wie im Sitzen. Du kannst auch versuchen, im Liegen zu schreiben, aber es wird immer schwieriger. Natürlich. Nein, überhaupt nicht. Du kannst versuchen, auf dem Rücken zu liegen und zu schreiben oder auf dem Bauch. Du schreibst ja mit der Hand. Ja, aber die Hand ist im Stehen genauso frei wie im Sitzen. Ja, aber da du nicht schreibst, weißt du nicht, dass man unter Umständen auch noch vielleicht ein paar Notizenriese rumliegen hat. Das ist im Bett, auf dem Bauch liegend, wird das extrem kompliziert. Das ist eine altmodische Vorstellung. Frag den Wolf, der weiß es besser. Es gibt mittlerweile viele Stehschriftsteller, von denen ihr keine Ahnung habt. Ja, aber ich muss im Sitzen schreiben, weil ich habe so ein Klaviergefühl zu meinem Computer. Also ich komme mir ein bisschen Keyboard-mäßig vor, ich tippe auch sehr schnell. Noch nicht. Du tippst sehr schnell? Ich tippe schneller als... Ich bin der Moderator, Wolf. Pianist. Ich schreibe auch total schnell. Es ist nämlich für ein Buch. Ja, eben. Und hallo. Das heißt, schreibst du mit 10 Fingern? Aber was heißt Klaviergefühl? Hast du schwarz und weiße Tasten am Computer? Weil die Musikalität in einem Text ja das Wichtigste ist. Mir ist ja dieser Rhythmus und so ein gewisser, dass es fort irgendwie wichtiger als wer jetzt, welche Tante jetzt was gesagt hat. Aber speicherst du Sound ist wichtiger als die Story.
Speicherst du inzwischen ab, weil wir haben uns irgendwann mal getroffen, da ist dir alles abgestürzt. Ja, das stimmt. Da hast du gesagt, wann immer man was schreibt, man muss es sichern. Ja, das habe ich eine Zeit lang gemacht. Gut, dass du mich erinnerst. Das habe ich vergessen. Ziemlich lang nicht mehr. Es ist ja gleichzeitig auch so bedrohlich, dass das alles gespeichert ist. Man möchte ja gern, dass die schlechten Stellen dann auch nirgends gespeichert sind. Gibt es schlechte Stellen in diesem Buch? Ja, aber die außerhalb des Buches. Ich schreibe ja immer dreimal so viel und dann wähle ich aus. Du oder der Lektor? Ich. Bist du dein eigener Lektor? Nein, ich gebe fertige Bücher ab und dann gibt es einen Lektor, der mir noch ein paar Sachen sagt. Ja. So viel übrigens zu deiner Anfangsmoderation, wo du gesagt hast, das heißt drei Sätze pro Tag in den letzten 4 Jahren. So. Ja. Naja, aber hat er 18 Sätze pro Tag geschrieben. Ist ja auch nichts. Ich schreibe meistens nichts. So erklärt sich das. Du bist faul, du bist ein fauler Mensch. Ja, genau. Ja, er ist ein fauler Mensch. Ja, aber so gesehen wäre natürlich für dich die Liege-Schreibvariante vielleicht doch gar nicht so ganz falsch. Nein, weil ich liege ja immer, außer wenn ich schreibe. Wie lange schläfst du? Darf ich nach den Schlafgewohnheiten fragen? Ja, 8 Stunden. Eh nur? Das heißt, wann schläfst du ein im Schnitt? 12 bis 8. Bis 8, aber was machst du um 8? Du hast ja nichts zu tun. Doch, dann schreibe ich sofort. Ich schreibe immer, wenn ich aufstehe. 9 und was dann? 8 bis 10 ungefähr. Ja, dann legst du dich hin. Der Tag lang für Wolf Haas. Naja, ihr wisst ja, dass ich heute eingesprungen bin. Ja. Und ich sitze eben immer zu Hause und warte, dass vielleicht irgendwer anruft und mich einlädt. Ja, bist du langweilig manchmal so am Alltag? Ja. Mir auch. Ja. Was machst du, wenn dir langweilig ist? Surfst du oder ist dir das zu blöd? Schon, ja. Surfen ist gefährlich. Ja. Das heißt, da kippst du rein, verlierst dich rein, in der virtuellen Welt. So ist das. Ziehst du irgendeinen Nutzen daraus für dich? Ja, eigentlich schon. Man lernt schon viel Interessantes, aber auch viel Uninteressantes. Ja, das Gespräch plätschert mir jetzt zu viel. Deswegen stelle ich die Frage, die viele Wolf-Haas-Liebhaber natürlich stellen und die du Sie hast wahrscheinlich Brenner. Die Frage. Ja, genau. Wann kommt der nächste Brenner? Mich interessiert die Antwort eh nicht, aber die Leute interessiert sie vielleicht. Nein, ich habe so wie der Hitchcock, der hat ja 5 Filme vererbt, sozusagen, wie er gestorben ist, gab es noch 5 Filme. So gibt es von mir noch 5 Brenner im Safe. Die wirklich? Nein. Der lügt doch wieder. An meinem Todestag. Gleichzeitig erscheinen sie. Ja. Willst du sitzend oder liegend begraben werden? Das können wir uns noch überlegen. Vielen Dank für den sympathischen Besuch. Wolf Haas, meine sehr verehrten Damen und Herren, war heute unser Gast. Und